Trainingsort, der im Blau sein soll. Irgendwas mit Toiletten, das wäre mir ein bisschen zu viel. Was? Nachthimmel und den Mond bewundern. Wir sind wieder back bei Carlotta. Heute werden wir uns wieder ein neues Ferienhaus widmen. Und mal schauen, ob vielleicht Carlotta trotzdem noch vorher irgendwas zu besprechen haben. Hat. Aber ich glaube, seit dem letzten Mal, dass wir jetzt nun Gegenstände, also unsere selbst erstellten Gegenstände in die Wohnungen oder Ferienhäuser anderer reinbauen können, ist, glaube ich, sonst nichts Neues mehr dazugekommen. Dementsprechend werden wir uns jetzt mal einem neuen Charakter widmen. Wir haben hier einmal Brettspiele, interessant. Denn einen Garten, einen grünen Garten. Trainingsort, der im Blau sein soll. Irgendwas mit Toiletten, das wäre mir ein bisschen zu viel. Was? Nachthimmel und den Mond bewundern. Baustelle? Ja, dann wie lieber es den Mond. Das sieht cooler aus. Die Insel hier, 100 pro in meiner Insel, Top 5. Oh hey, und du bist doch von den Ferienhausagentur, richtig? Shopping und Fashion sind nicht alles im Leben. Auch Ferienhäuser gehören dazu. Krieg ich eins bitte? Ja, wir können gerne darüber sprechen, Rubina. Wenn du mir auch das passende Geld dazu gibst oder uns. Wir sind ja nämlich bei Tom Nook und der braucht auch ein bisschen Geld. Yippie, du bist der mega Beste. Mal sehen, was für irre Ferienhaus-Konzept-Moves du so drauf hast. Ich glaube, was passendes für dich, mein liebes Häschen, Hoppelhäschen, mit roten Augen. Dann legen wir mal los. Also für mein absolut Lieblingsferienhäusi will ich... Ja, okay, das kann man einrichten. Das ist kein Problem. Ah, dein Konzept gefällt mir gut. In Ordnung, du solltest nun für die Kunden natürlich eine Insel auswählen, Tristan. Ist gemacht. Und da sie die Sterne beobachten wollen, gucken wir mal aus, ob wir eine erhöhte Plattform finden, wo wir ihr raufsetzen können. Weil meistens, also zumindest würde es logisch ergeben, an erhöhten Standorten mit Ferngläsern auf den Mond zu blicken. Aber so wie es aussieht, habe ich jetzt die höher gelegenen Ebenen alles schon verbraten. Ah, oh, das ist jetzt bitter. Hier hätten wir noch was. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich auch sagen würde, was wir nutzen können. Oder nee, wir nehmen das hier. Oberhammer, absolute Sahnebanane. Ich kann es kaum schon erwarten. Nun, Rubina, wir haben ein tolles Grundstück gefunden. Das solltest du gleich mal ansehen. Tristan, du machst das wieder, ne? Na, Klärchen. So, und ich habe mir schon überlegt, ja, weil sie ja jetzt gesagt hat, sie möchte gerne ein komplettes Design im Mond, sagen wir mal so, im Mondgestaltung, werde ich sie so ein bisschen, ja, wie sagt man dazu, eher so einen Schlafraum machen für ihr Platz. Das ist der mega geile Platz für mein Ferienhäuschen. Ich bin total aufgeregt. Also, manchmal stehen Möbelkisten auch im Garten. Vergiss nicht, genauso wie drinnen öffnest du im Garten Kisten ebenfalls mit A. Und außerdem kannst du sie mit Hilfe des Einrichtungsmodus überall individuell ansetzen. Dann geh mal die Insel für jemanden verschönern. Aber jetzt bist du erstmal dran, Tristan. Yay, du schaffst es! So, du möchtest mal gerne behaupten. Ach, und das ist doch das Ding. Wait, das ist interessant. Tatsächlich hätte ich gedacht, dass der Mond draußen ist, der hier. Aber anscheinend nicht. Warte mal kurz. Ja, wir sollten auch in den Mond rübergehen. Weil der Mond ist meiner Meinung nach genau das Ding. Und den wollte ich eigentlich hier draußen anbringen, tatsächlich. Aber, warte mal, wir können den hier verschieben? Nee, okay. Merke, die Sachen können wir nicht verschieben. Aber mit dem Mond vielleicht doch hier hinten hin? Macht der hier hinten Sinn? Also wir müssen ja sowieso eine Mondgegend machen, Mondlandschaft.
So, und der mondliche Stuhl, den würde ich doch, denke ich, mal hier oben hin platzieren, weil der passt eigentlich relativ gut zu der Atmosphäre natürlich. Und deswegen würde ich das gerne so ein bisschen umsetzen. Nostalgierakete ist auf jeden Fall eine Sache, die würde ich mit dran rinnehmen. Landefähre. Bei mir wäre es noch jetzt geil gewesen, wenn wir jetzt so, wie sagen wir dazu, so mondigen Boden hätten, also mondähnlichen Boden. Das Problem wird aber sein, dass wir das Wahrscheinliche ja nicht so einfach bekommen werden. Geschweige, dass es das auch ja nicht gibt. Und es gibt anscheinend auch keine Tapete dafür. Das ist traurig. Oh, der Auftrag ist schwerer als gedacht. Gut, das heißt viel überlegen, viel selbst gestalten. Das kann natürlich jetzt was werden. Hier hinten machen wir auf jeden Fall das Mondgebäude hin. Den stellen wir mal hier unten hin. Da kann dann die Rakete ran. Und ich finde, der gehört hier hin. Ein Ausguck so an der Seite finde ich eigentlich viel, viel besser. Hier habe ich das extra freigelassen, damit man auch durch kann. Ich muss mal gucken, ob wir vielleicht doch noch einen Boden hätten. Oder wir nehmen den Boden, weil der sieht ja auch so ein bisschen aus wie, ja, Mondkraterboden. Ich probiere den mal aus. Wenn der mir nichts taugt, dann nehmen wir den weg. Aber das ist besser als ein Grasboden, glaube ich. Denn übrigens kann man auch gedrückt halten. Geht viel, viel einfacher. Hätte ich nicht gedacht, dass es die. So, und dann hier oben würde ich das genauso machen. Wie gesagt, einfach mal testen, ob das auch legitim und gut aussieht. Ob man das so machen kann. Das wäre schon sehr interessant. Aber ich glaube, das geht eigentlich. Das ist eigentlich völlig in Ordnung für so, dass es halt Mondboden sein soll, ne? Finde ich eigentlich ganz okay. Ich guck mal, ob wir vielleicht noch mal anderen Boden hätten. Wir hätten sonst nur den Steinweg. Der passt gar nicht dazu. Die Schwarzerde ist eher schwierig. Ich glaube nicht, dass ein Mond sehr, sehr dunkel ist. Mindestens nicht in Richtung Schwarz, sondern eher gräulichere Gegend. Trampelpfad geht da für mich ein bisschen mehr ein, finde ich. Hat auch keine Krater leider, das würde halt noch ein bisschen besser sein. Man könnte ein eigenes Design machen, aber Leute, wir arbeiten mit dem, was uns das Spiel vorgibt. Tatsächlich. Das wäre sonst ein bisschen zu heftig. Ja gut, aber da wir jetzt hier nichts mehr machen können, oder zumindest keine Sachen haben, wo ich sage, das muss definitiv noch hier draußen, würde ich mal sagen, gehe ich in Richtung Pflanzen vielleicht nicht, weil ich glaube, Pflanzen auf dem Mond wachsen nicht so schön dort. Aber wir können Steine und Felsen hinpacken. Weil wie man das ja kennt, auf dem Mond gibt es ja hier noch Felsen. Tatsächlich. Dementsprechend können wir das überall mal ein bisschen hinplatzieren. Schade, dass die aber immer gleich aussehen. Ich finde das schöner, glaube ich, wenn das Spiel die nicht gleich aussehen lässt, tatsächlich. So. Oder es ist einfach nur optisch gerade fehlgelaufen. Kann natürlich auch sein. Gut, das haben wir alle. Gibt es denn noch irgendwas Möbeltechnisches, wo ich sagen kann, das kann definitiv draußen hin? So zumindest in der Mond Gegend, wenn ich es jetzt mal so sage. Aber ich glaube, alles andere ist eher für Innendeko. Und wie gesagt, innen habe ich mir ja ausgemacht, dass wir dort ein Zimmerchen für ihr erbauen, wo halt sie komplett nur wohnen kann und schlafen kann und nicht jetzt irgendwie speziell eine Küche oder was auch immer. Ach, guck mal, wir hätten noch Gartenfelsen nehmen können. Ich dödel. Hätten wir die ganze Zeit nehmen können. Gartenfelsen, Gartenstein. Den Stein nehmen wir auch.
Brauchen wir nicht die jetzt den Steine nehmen? Und dann können wir sogar zwischen den Bäumen was bauen. Das ist halt ganz geil. Ich würde sagen, hier oben kommst du weg und da kommt der Gartenfelsen hin. Genau. Das da unten bleibt sogar daneben stehen. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann schauen wir mal weiter. Aber ich glaube, ja, hier hinten ist schon Ende. Ja, okay. Ich würde sagen, das kann man so lassen. Hier hinten ist halt ein bisschen... noch ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Aber im Felsen haben wir dort zu stehen, ne? So als Deko. Ja. Ja. Nee, eigentlich ist das okay. Also wir müssen halt vorstellen, das ist halt auch so ein bisschen schwierig, da Ideen zu finden für eine Mondwelt. Deswegen würde ich sagen, ist das, kann man das noch akzeptieren. Jetzt müssen wir nur das Haus anpassen. Ah, ja, stimmt. Das geht natürlich nicht, wenn wir ein bisschen was zu groß gemacht haben. So, was kann man sich denn auf dem Mond so vorstellen an einem Haus? Lass mir mal durchgucken. Wir hätten Strohdächer, wir hätten diese Holzdächer. Ich glaube, Gestein macht da schon am meisten Sinn, was wir jetzt gerade haben. Und ich finde diese Grau-Weiß-Kombination eigentlich nicht schlecht, aber grau und grau, ja, gräulicher halt, ne? Muss halt gräulicher sein. Entweder grau oder, nee. Oder? Blau-grün? Haben wir noch irgendwas anderes? Wir haben beige, aber beige ist nicht schön. Natur können wir auf jeden Fall nicht nehmen, wir müssen auf jeden Fall was nehmen, was... Ja, so also eigentlich in Richtung Grau geht. Und die Tür denn dementsprechend genauso. Na, das ist weiß. Vielleicht irgendwas grauet. Und auch aus Stein, wenn es geht. Aber ich glaube, Türen sind allgemein nicht aus Stein, oder? Nee, hier haben wir Stahl. Oder Eisen. Eisentür, entschuldige. Nee, das ist alles nicht das, was ich suche. Da, graue Tür. Genau. Perfekt. So, und jetzt wird innen eingerichtet. So, und wie gesagt, ich möchte da ein kleines Zimmerchen erstellen. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo ich hier vernünftige Wände herbekomme. Außer mir wird schon was vorgeschlagen. Das wäre mir aber neu, dass draußen halt nicht die Wände vorgeschlagen werden. Ja, doch. Draußen werden die wirklich nicht vorgeschlagen. Weil genau den Sternhimmel wollte ich drin machen. Und Mondlandschaft. Perfekt. Weltenteppich natürlich. Aber eigentlich wäre der Mondteppich viel, viel besser. Aber du kommst auch weg. Warte mal, brauchen wir den überhaupt noch? Nee, ne? Den haben wir draußen zu stehen. Ja, siehste, perfekt. So, Eisbett macht natürlich... Warum macht Eisbett Sinn? Verstehe ich jetzt nicht so, wie so ein Eisberg Sinn machen würde. Sick, echt überlegen. Aber was wir auf jeden Fall machen, ist eine Sternengirlinde aufbauen. Weil ich finde die eigentlich recht cool und die passt auch, wie gesagt, zur Umgebung. Ich werde die mal, glaube ich, komplett einmal rüber versetzen. Huchala, nein, mein Freund. Nein, wir machen das jetzt so. Sehr schön. Alles klar, dann haben wir die Gelinde auf jeden Fall angebracht. Ich bin der Meinung, wir haben aber auch... Betten, die eher dazu passen. Zum Beispiel wäre ja sowas hier in der Richtung schon mal passabel. Was ist das denn? Das sieht Retro-Massagesäche. Naja, das sieht nicht so gut aus.
Wir hätten auch das Cool-Sofa nehmen können. Das wäre jetzt auch kein Problem gewesen. Tatsächlich. Aber den Planungstisch nehmen wir mit rein. Ja, der hat irgendwie was. Das passt irgendwie hier hin. So, jetzt gucken wir mal nach den Betten. Das passt einwandfrei dorthin. Kannst du mir sagen, was du willst? So. Plastikkleiderbox. Ach so. Lol. Ich hätte gedacht, das wäre so eigentlich Eisen gewesen. Hm. Also Holzregale sind schon mal raus aus dem Kopf. Können wir schon mal streichen. Die brauchen hier nicht rein. Ich gehe erstmal durch und nehme mal hier ein paar Schränke mit, die, wo ich sage, die kommen definitiv mit rein. Oder könnten mit reinkommen. Alles, was Holz ist, ist halt eigentlich nicht geeignet für ein Schlafzimmer. Also für dieses Retro, dieses Astro-Schlafzimmer. Ja, das ist jetzt schwierig. Die Sachen nehme ich mit rein. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was wir noch so Schönes haben. Aber ich glaube, das war's. Jo, das ist schlecht, mehr oder weniger. Und ja, ich vergrößere das mal nicht. Ich glaube, wenn wir mal ein bisschen schmaler halten, ist es auch gar nicht mal so schlecht. Kann mir ja nachher nochmal überlegen, ob ich es größer mache. Das wäre jetzt nicht das Ding, das zu vergrößern. So, und dann würde ich eigentlich den Tisch dorthin setzen. Ey. Das Mondding muss wenigstens hier unterbleiben. Ja, okay, das ist ein bisschen schwierig, muss ich tatsächlich gerade gestehen. So, der Baum kommt da an der Seite. Wie gesagt, der Baum ist eigentlich nur zu als Symbol. Jetzt stellt Symbol dar. Weil ja keine richtigen Pflanzen auf dem Mond wachsen. Zumindest nach meinem Wissensstand. Könnt mir gerne korrigieren, aber nach meinem Wissensstand wachsen keine Pflanzen auf dem Mond. So, eigentlich ist es schlicht, sehr schlicht. Es reicht aber trotzdem, weil viel mehr Gegenstände haben wir ja so oder so nicht. Um da irgendwie was zu gestalten, tatsächlich. Wenn wir jetzt nochmal durchgehen, ist halt nichts da, ne? So, hier hätten wir noch auf jeden Fall einen Goldhasen als Dekoration. Den können wir eigentlich auf den Tisch machen, wenn der Tisch natürlich dafür funktionstüchtig ist. Nein, natürlich nicht. Aber überlegt mal, das sind alle die Gegenstände, die wir verwenden dürften, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache nur als Regel, ich darf nur das verwenden, was hier drin ist. Ja. Ja, klein, aber fein. Aber ich glaube, mir geht es eher draußen drum. Tatsächlich werde ich ein Bild von draußen machen, weil ich das draußen viel, naja, posanter finde, weil da halt alle wichtigen Sachen sind, die wir brauchen. Oder die dieses Gebäude braucht. Dementsprechend machen wir hier Kamera. Oh. Nee, ich wollte Handkamera machen. Genau. Oh, man kann gar nicht so schräg drehen. Ist ja auch ein bisschen doof. Geh weg. Geh weg, du Tier. Du gehörst hier nicht hin im Bild. Ja, nee, ist klar, ne? Jetzt schwirrst du ohne davor. So, jetzt haben wir's.
So, und wir nehmen natürlich dieses Foto. Gut, dann bin ich fertig mit deinem Häuschen. Na, wie weit bist du mit meinem Haus, hm? Ja, es ist fertig. Es ist zwar klein, aber fein. Nice, auf den Moment habe ich schon gewartet. Ja, und es ist sogar für draußen. Wir zeigen diesmal auch nur den Draußengang. Ja, Zoom auf den Mond. Wie gesagt, die Innengestaltung ist halt nur so ein kleines Zimmerchen für ihr. Du warst mir echt heute eine große Hilfe. Hey, wo du schon mal hier bist, wollen wir ein bisschen zusammen chillen? Nein. Ich muss zurück. Ach du, bloß kein Stress, Tristan. Bis bald und ciao. Ja, danke. Sehr nett von dir. So, Carlotta, wie sieht's aus? Warte, wie hat's dir gefallen? Vielen Dank, Tristan. Prima, das hat mir wieder übelst gefallen. Hier kriegst du die 12.000. So, machst du für heute Schluss oder arbeitest du noch ein bisschen länger? Nee, alles klar. Aber, meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns nicht beim nächsten Mal. Bono, was ist los? Hallo Bono, was gibt's denn? Tja, ich weiß nicht so recht, wo ich anfangen soll. Oh, das ist ja Vivienne. Hallöchen, nicht sehen. Oh, hoffentlich komme ich nicht ungelegen. Bitte verzeih mir meine ungebührliche Störung. Ja, wir haben uns draußen vor dem Büro getroffen. Vivienne wirkte etwas zögerlich, also habe ich gefragt, ob ich dir helfen kann. Ach, so war das. Also Vivienne, was ist los? Bei Fragen zu deinem Ferienhaus bist du hier natürlich goldrichtig. Nun, was können wir für dich tun? Ich hätte gerne einen Mitbewohner, natürlich nur jemanden, mit dem ich auch vernünftig auskommen kann. Ich bin natürlich nicht einsam oder sowas. Immerhin kann ich gute Selbstgespräche führen. Aber ein Ferienhaus zu haben ist so schön, dass ich die Freude gerne mit jemandem teilen möchte. Wir sind keine Partnerbörse. Warum? Du möchtest dein Ferienhaus also mit jemandem teilen? Das ist ja eine wundervolle Idee. Das Problem ist, dass ich nicht die leiseste Ahnung davon habe, wer ein guter Mitbewohner war. Wo finde ich nur eine Person, die ebenso kultiviert und wohl erzogen ist wie ich? Im Internet? Ich habe keine Ahnung. Ich bin, wie gesagt, keine Partnerbörse. Lass mich mal nachdenken. Vielleicht kann ich ja helfen, Carlotta. Ein Experte bin ich zwar nicht, aber ich will versuchen, unsere Kunden natürlich zu unterstützen. Ah ja, und wie wäre es auch, wenn Tristan uns um Unterstützung zu bitten? Schließlich hat er doch das Ferienhaus für Vivienne erworfen. Da könnte er sicher auch einen perfekten Mitbewohner finden. Ja, na klar. Also ich bin natürlich beste Partnerbörse ever. Bei mir kann man kommen, wenn man Sorgen hat und keine Freunde hat. Ich wusste, dass du es sagen würdest. Okay, für dich ist es ja auch in Ordnung, oder Vivienne? Du würdest dich kaum darum kümmern? Tatsächlich, dann ja, bitte. Nimm dich an die Gelegenheit an. In Ordnung. Bono, wir haben schon mal besprochen, wie man die Kundenanfragen umgeht, nicht wahr? Mir gefällt, wie viel Initiative du zeigst. Daher überlasse ich dir die Anfrage. Du hast die freie Hand. Ich bin schon gespannt, wie du dich machen wirst. Oh, okay. Ich gebe mein Bestes. Das weiß ich doch. Solltest du Unterstützung brauchen, bin ich für Fragen hier.
Ich verspreche, dass wir in kürzester Zeit einen perfekten Mitbewohner finden werden, Vivienne. Ein Moment bitte, Vivienne. Es dauert noch auch nicht lang. Gut, dann lass uns jetzt mal einen passenden Mitbewohner suchen. In Ordnung, Christian? Also, nach wem der diese Insel besucht, was? Und gut zu Vivienne passen würde. Mach ihn ausfindig und erkläre ihm alles und lade ihn hierher ein. Oder sie natürlich. Im Restaurant müssten wir ein paar mögliche Mitbewohner finden. Schau doch einfach mal vorbei. Oh, und falls du Amiibo hast, kannst du sie auch benutzen. Und falls du mit wem sprechen möchtest, der schon ein Ferienhaus besitzt, setz dich und ruf ihn an. Alles klar, dann los. Wir zählen auf dich. Bin dein Mitbewohner für Vivienne. Wie sieht's mit dir aus? Ich weiß nicht. Wie, ich soll mit Vivienne zusammen Ferienhaus ziehen? Ich würde gern zuerst sehen, ob die Vibes stimmen, bevor ich mein aktuelles Häuschen aufgebe. Könnten wir uns mal vielleicht treffen? Ja, trefft euch doch. Cool, dann treffen wir uns mal mit. Ob sie Techno oder Samba lieber mag, davon hängt alles ab. Vivienne, du bist mir vielleicht so eine. Ja, das sieht so aus, als würdet ihr euch beide prima verstehen. Was sagt ihr, kriegen wir euch in einem Haus zusammen? Alter, was ist denn das für eine Partnerbörse hier? Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so toll verstehen, aber es ist so. Bin mir ganz sicher, ich bin ein super Mitbewohner, aber auch gar keine komischen Macken oder so. Was ist denn hier los? Denn also, ja, bist du ready fürs Zusammenwohnen, Vivienne? Hilfe. Gut, gut, ihr zwei scheint euch ja bestens zu verstehen. Wie schön, ich danke euch beiden. Lass uns zum Ferienhaus von Vivienne gehen. Ich weiß genau, dass du großartig umbauen wirst, sodass es dir vollen Komfort bieten wird. Bin immer noch davon verwirrt, was hier gerade passiert. Ach, das war Vivienne's Haus. Komm, in meinem Urlaubsparadies, Wolfgang, ist es nicht entzückend? Wow, echt, ich kann jetzt kaum glauben, dass ich so eine klasse Location wohnen darf. Super trendy hier. Ich kann es kaum erwarten, deine Konzeptideen umgesetzt zu sehen. Dann lass deine Fantasie freien Lauf beim Einrichten, Tristan. Ach, da die das Haus zusammen bewohnen werden, solltest du dir was überlegen. Entweder den Raum vergrößern oder einen Raumteiler verwenden. Wenn du mit dem Umbau fertig bist, melde dich bei Vivienne. Wenn ich da einfach jetzt nur ein Doppelbett hinmache, reicht das doch auch, oder? Also, nicht falsch verstehen, aber die kommen mir schon sehr suspekt rüber. Nein, ich werde es nicht ändern. Ich bin fertig. Wie sieht es mit dem Fortschritt aus? Es ist fertig. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du liebe Gitte, die Arbeiten sind ja bereits abgeschlossen. Äußerst professionelle Arbeitseinstellung. Nun, das Konzept dieses Hauses hätte ja ursprünglich den Titel Training mit Musik. Findest du die Bezeichnung? Ja, okay, ist eigentlich... Nein, 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 nicht ein neuer Name! Nein. Ja, ja, Namen behalten. Dann bleibt der Name, wie es ist. Warum verbessern, wenn es schon besser ist, wenn es schon gut ist? Ich finde das jetzt alles suspekt und alles gruselig und alles komisch. Ich bin noch keine Partnerbörse. Ja, wir sehen es mal nochmal so. Ich bin komplett verwirrt, Leute, also... Ich habe nichts getan. Die akzeptieren nicht, dass es umgebaut ist.
War irgendwas in meinem Trinken drin? Habe ich zufällig irgendwas Falsches in meinem Trinken drin gehabt oder so? Ich weiß es nicht, Leute. Mir kommt das echt ein bisschen komisch vor gerade. Ja, Du hast dir richtig viel Mühe gegeben. Ich weiß gar nicht, wie was ich sagen soll. Ah, da du ja schon einmal hier bist. Nein, ich will... Nein. Ich muss zurück. Wirklich? Dann kommt gut nach Hause. Auf Wiedersehen. Viel Spaß zusammen, egal was ihr macht. Und egal, was Wolfgang für komische Gedanken hatte. Willkommen zurück. Wie ist es denn gelaufen? Tristan hat jemanden gefunden, der perfekt passt. Ich habe mich schon mal um den Papierkram gekümmert. Also ist alles in trockenen Tüchern. Die beiden werden sich ebenfalls bestens verstehen. Und du hast es meine Hilfe überhaupt nicht gebraucht. Tristan, Bruno, ich danke euch sehr. Ha, jetzt übertreibt man nicht. Obwohl ich zugeben muss, dass wir ja schon echt ziemlich drauf haben. Ich bin aber keine Partnerbörse. Ich muss die ganze Zeit daran denken, wie gern viele ihr Leben mit jemandem teilen würden. Da geht sicher noch mehreren Kunden so. Weißt du was? Bestimmt ist das Interesse groß genug, um den echten Mitwohnservice anzubieten. Mal überlegen, der Service müsste sich an Kunden richten, die bereits ein Ferienhaus verfügen. Sprich das Thema am besten dann an, wenn du ihnen einen Umbau oder ähnliches anbietest. Oh, und fast hätte ich vergessen. Hier für deine Hilfe 12.000 Pokis. Ja, fürs nix tun, außer einen Partner finden. Bruno, deinen Teil gebe ich dir schön später. Mit einem kleinen Bonus für eine engagierte Arbeit bei dieser Aufgabe. Klasse! Ich danke euch für euer tolles Projekt. So, darf ich jetzt aufhören zu arbeiten? Ist es möglich? Es ist möglich, Leute. Was gerade passiert ist, weiß ich nicht. Ich hinterfrag das Spiel das gar nicht. Das ist sehr witzig. Also wirklich witzig gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne noch ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, rechts unten ist gerade eine kleine Sache aufgeploppt, nämlich die Playlist. Dort könnt ihr gerne reinschauen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis denne und ciao.